Hier sehen Sie das jüngste Exponat unserer Dauerausstellung, den Merkur B. Der Merkur B ist das erste Gerät, das in Serie von der Firma ADP Gauselmann hergestellt wird. Hier befinden sich die drei Walzen, die zum Spielbeginn rotieren und bei Stillstand eine verschiedene Kombination anzeigen, wobei es wichtig ist, dass alle drei auf demselben Stand stehen. Jetzt in diesem Fall hätte der Spieler 40 Pfennig gewonnen. Hier oben befinden sich die Serienspielspeicher und die Münzspeicher, angezeigt durch die blauen Walzen. In der Tür befindet sich die Nockenwellensteuerung, die den gesamten Ablauf des Gerätes steuert. Auf der rechten Seite befindet sich die Münzauszahlung mit verschiedenen Münzröhren für Groschen, D-Mark und 2-D-Mark-Stücke. Hier in der Mitte befindet sich eine Service-Steckdose für den Servicetechniker, der dort sein Messequipment installieren kann und so mit keine weitere Steckdose irgendwo in der Spielhalle suchen muss. Darunter befindet sich ein handelsüblicher Türgong, wie Sie ihn auch selbst zu Hause haben, der dann bei Spielgewinn ein Ding-Dong ertönen lässt. Hier in dem unteren Bereich, nochmal extra verschlossen, befindet sich die Kasse. Dann führe ich Ihnen jetzt einmal die Funktion des Gerätes vor. 30 Pfennig Einsatz genügen für ein Spiel. Und man hat hier bereits eine Start- und Stopptaste, um die Walzen eventuell neu zu starten.